Hallo, schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Fashion Haul. Ja, ich habe mir einige Teile ausgesucht und für meine Tochter war ich auch shoppen. Und zwar war ich bei Taco und bei H&M habe ich bestellt, ja. Für meine Tochter brauchte ich wieder ein paar neue Teile jetzt auch für den Herbst. Natürlich ist sie aus den alten Sachen wieder rausgewachsen und ja, sie kleidet sich natürlich jetzt auch schon ein bisschen anders als letztes Jahr und das merkt man auf jeden Fall auch schon bei ihr. Ich kann selbst manchmal gar nicht glauben, wie schnell das jetzt gerade geht, aber trotzdem zeige ich euch, glaube ich, zuerst die Teile, die ich für mich ausgesucht habe und zwar bei Taco. Ich sage euch immer gleich auch die Preise bei Taco dazu, da ich die noch nicht abgemacht habe und versuche euch eventuell auch ein Bild hier einzublenden, wie das so angezogen an mir aussieht, damit ihr da ein bisschen eine Vorstellung habt. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich war früher nie bei Taco einkaufen, aber das bietet sich einfach sehr gut an, da der DM gleich nebenbei ist und der Action auch in der Nähe ist. Deshalb zieht es mich ab und an mal rein, hauptsächlich eigentlich für meine Tochter, aber ich schaue dann auch manchmal durch und bin immer wieder sehr begeistert, was die Tolles anbieten für eigentlich richtig tolle Preise. Ich beginne jetzt eigentlich gleich mal mit dem Lieblingsteil aus meinem Einkauf, obwohl die anderen Teile finde ich auch richtig toll. Das ist zum ersten dieses wunderschöne Kleid hier. Ja, ich finde, das ist halt gerade jetzt so perfekt noch für die Herbstzeit. Ein Langarmkleid und ja, ich halte so Kleid auf jeden Fall im Sommer nicht aus. Alles, was so schulterbedeckt ist oder so bei über 30 Grad, ist einfach was, was ich überhaupt nicht anziehen kann. Meine Katze ist heute hier mit dabei. Ich weiß nicht, warum sie hier sitzt, aber sie macht ständig irgendwelche komische Geräusche. Auf jeden Fall habe ich bei Taco einen minus 20% Coupon gehabt und den gesamten Einkauf 26 Euro gespart, was ich richtig toll finde. Ja, und das Kleid kam hier auf 29,99. Ja, es ist immer so verschieden, finde ich, was man für Kleidungsgrößen in den unterschiedlichen Geschäften hat. Bei Taco habe ich meistens immer die Größe M oder die Größe 40. Vom H&M möchte ich gar nicht sprechen. Also teilweise ist die Kleidung so übergroß geschnitten oder so extrem klein geschnitten, sodass man immer sich denkt, was soll ich eigentlich bestellen? Warum machst du so Geräusche? Habt ihr das gehört? Okay, damit müssen wir jetzt leben. Ich will es jetzt nicht rausschicken, von dem her, ja. Gut, ich habe es auf jeden Fall jetzt. Dieses Kleid ist auf jeden Fall in der Größe 40. Passt wirklich perfekt, ganz gut. Ist ziemlich schön, angenehm, locker, flockig. Und ja, wie gesagt, für den Herbst einfach perfekt. Und das gab es auch noch in einem Dunkelrot und in einem so einen bisschen so altrosa, rosa, altrosa. War ich auch schon kurz am Überlegen. Eigentlich war ich kurz am Überlegen, mir alle Farben zu holen, da das Kleid wirklich sehr schön sitzt. Aber ich habe es dann belassen mit diesen hier, denn so viele Kleider ziehe ich dann im Herbst auch wieder nicht an. Und außerdem habe ich mir noch ein weiteres Kleid geholt. Und zwar ist das hier so ein Blusenkleid, auch in Langarm. Und sieht so aus. Ist auch hier so ein bisschen gezogen und hier mit Knöpfen finde ich richtig, richtig schön. Und wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch das auch alles angezogen irgendwie einblenden. Auf jeden Fall habe ich für dieses Blusenkleid 19,99 bezahlt und hier sind dann halt auch noch die 20% davon abgezogen worden. Dann kommen wir zu einem Rock. Ich habe mir einen Faltenrock geholt. Ich habe zwar schon einen zu Hause. Der ist schon ein bisschen demoliert, aber ich ziehe ihn trotzdem noch an, denn den habe ich vom Fussel und ich habe dafür, glaube ich, 50 oder 60 Euro für diesen Rock bezahlt und der muss einfach noch länger halten und Schluss, ja. Ich bin nämlich da gleich am ersten Tag, als ich diesen Rock angehabt habe, an einem Rosenstock vorbeigezogen und der Wind hat so ein bisschen geweht. Und ich bin halt an den Dornen hängen geblieben und natürlich sieht man das auf den Rock, aber ich sehe es trotzdem nicht ein, den jetzt wegzugeben. Das ist ein wunderschöner beiger Rock. Aber jetzt habe ich den hier bei Taco entdeckt. Ja, der ist auch sehr, sehr, sehr dünn vom Stoff her, also auch perfekt noch für ein bisschen wärmere Tage. Im Winter müsste man sich da halt einfach eine Strumpfhose darunter ziehen und der kam auf 19 Euro.
19,99 €. Den habe ich jetzt auch in der Größe M geholt. Passt auch perfekt, ist auch ein sehr langer Rock, aber so halt über den Knöcheln. So die Länge, genau. Ja, schreib mir mal in die Kommentare, ob du des Öfteren mal zu Taco einkaufen gehst. Das würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, ich habe das früher nie gemacht, schon gar nicht, als ich noch kein Kind hatte. Aber mich zieht es da halt öfter rein, einfach für meine Tochter, da man teilweise bei H&M auch keine normale Kleidung mehr bekommt. Zumindest was für die Kinder betrifft. Denn die Kleidung ab 9 Jahre sieht aus, als würden sie, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Bösartiges sagen, aber das ist echt schon wirklich übertrieben. Gerade in den Zeitraum 9 bis 14 Jahre. Das ist eine gesamte Serie und ich kann nicht ein 9-jähriges Kind genauso kleiden wie ein 14-jähriges Kind. Das geht einfach nicht. Die sind alle bauchfrei und weiß ich nicht, cropped, crop top und high waist. Nur mehr so Sachen. Ganz schwierig, dass man da ganz normale Kleidung findet. Deshalb gehe ich dann des Öfteren mal zu Taco oder versuche irgendwo anderswertig Kleidung für meine Tochter herzubekommen. Denn bei H&M kann ich nicht für eine ganze Saison einkaufen. Da bekomme ich einfach zu wenig normale Kleidung für sie. Ja, kommen wir aber noch zu den letzten zwei Teilen, die ich bei Taco für mich geholt habe. Und zwar einmal hier ganz 0815 standardmäßig ein Top, so ein gestreiftes Top, das finde ich immer sehr schön. Ich habe so ein ähnliches zu Hause, das mehr schwarz als weiß ist. Und ja, das ist halt eher auch so ein bisschen cropped geschnitten und das hier nicht. Und deshalb musste ich das einfach mitnehmen. Ich mag das auch ein bisschen lieber, ja, wenn es nicht cropped ist. Ja, ich habe das auch in der Größe M geholt und habe dafür nur 7,99 € bezahlt. Also ich bin auch wirklich begeistert von den Preisen. Und der Qualität, also das passt einfach, finde ich zumindest. Ich muss da wirklich des Öfteren mal reinschauen. Natürlich haben sie nicht so extrem große Auswahl an doch eher trendigeren Sachen. Aber wenn man vielleicht immer wieder mal reinschaut, wie ihr seht, bin ich ja gut fündig geworden. Ich meine, das sind jetzt 3, 4, 5 Teile und ja, das finde ich schon richtig gut. Vielleicht schaffe ich es auch jetzt nach dem Sommer wieder ein bisschen auszusortieren und auszumisten, denn ich möchte einfach weniger Kleidung in meinem Kleiderschrank haben, da ich ein bisschen eine bessere Übersicht habe. Ja, ja, und zu guter Letzt habe ich mir einen ganz, ganz, ganz dünnen, so ein bisschen ein Oversize-Pullover geholt. Deshalb habe ich ihn mir auch in der Größe L geholt. Ja, und ihr könnt schon sehen, der ist sehr, sehr, sehr durchsichtig und dünn. Ich hätte mir eigentlich lieber, also die haben da so viel Auswahl an Farbe gehabt, also beige und grau und grün und ganz, ganz viele. Aber im Endeffekt war oder ist dieser Pullover so, so, so dünn geschnitten, dass man sonst alles durchsieht. Deshalb ist es jetzt der hier in schwarz geworden. Ich wollte eigentlich ihn nicht in schwarz nehmen, aber er war so angenehm dünn. Also ich glaube, ihr könnt das eh durch die Kamera sehen, aber ja, auch perfekt für den Herbst. Wie gesagt, den habe ich mir in Größe L genommen, einfach damit er ein bisschen gut Oversize ist und dafür habe ich 12,99 € bezahlt. Finde ich auch richtig, richtig günstig. Kommen wir noch zu den drei Teilen, die ich bei Taco geholt habe für meine Tochter und danach zeige ich euch die Kleidung von meiner H&M-Bestellung. Ja, zum ersten habe ich einen Lederrock entdeckt und zwar sieht der so aus. Für meine Tochter in der Größe 134-140, der, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich den behalten soll, da hier der Reißverschluss auf der Seite echt schwer zugeht. Das schafft sie gar nicht alleine und das finde ich halt dann auch sehr unpraktisch, wenn sie mit fast 9 Jahren ihr Kleid, ihren Rock nicht selbst zumachen kann, finde ich das echt blöd. Bei den Rock geht es vielleicht noch, da man einfach beim, wenn sie in der Schule ist, wenn sie aufs WC geht, den einfach nur hochheben muss. Von dem her würde das funktionieren, aber ansonsten finde ich es eher unpraktisch. Und das ist halt ein sehr, sehr günstiger, ich mag das Wort billig nicht so gerne, günstiger Reißverschluss, habe ich das Gefühl. Also der ist sehr, ja, wackelig. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich da nochmal hin solle, ihn umtauschen oder ob das vielleicht vermutlich eh bei allen so ist. Ja, das nächste Teil, was ich für meine Tochter geholt habe,
ist mein absolutes Lieblingsteil vom Zacko, und zwar ist das diese Muslinbluse hier in Rosa. Gab es leider nur mehr in Rosa, in Beige war sie leider schon ausverkauft. Und ist jetzt auch in der Größe 134, 140, ist für 8- bis 10-Jährige, ist sie aber leider noch ein bisschen zu groß, ist halt auch sehr oversize geschnitten, aber ja, ich denke, da wächst sie noch rein, hinten ist es ein bisschen länger geschnitten als vorne, gerade auch so zu einer sehr eng anliegenden Jeans oder Lederlegging finde ich das richtig schön. Und für die Bluse habe ich 17,99 bezahlt, eigentlich gar nicht mal so wenig. Ja, und für den Rock habe ich 12,99 € bezahlt. Gut, dann kommen wir noch zu den Teilen, was ich bei H&M geholt habe. Ja, es sind leider Crop oder hochgeschnittene Teile, aber wie gesagt, man bekommt einfach nichts anderes. Ein, zwei Teile sind ja in Ordnung, aber nur quer durch die Bank solche Kleidung zu haben, finde ich echt richtig doof, vor allem für Neunjährige. Ja, zum Ersten habe ich dieses T-Shirt hier geholt. Das ist auch so ein bisschen kürzer geschnitten und in der Größe, ich habe es extra größer genommen, dass dann nicht so extrem anliegend und kurz ist, habe ich es jetzt in der Größe 146 schon geholt, also für 10- bis 12-Jährige die nächste Größe schon. Aber fand ich trotzdem gut, dass ich das gestern schon anprobiert hat und ja, ich fand es einfach perfekt, dass ich das eine Nummer größer genommen habe. Ja, das nächste Teil ist ein Pullover, der auch leider wieder so hoch geschnitten ist, so cropped geschnitten. Jetzt will die Katze raus. Smelly, komm her. Mal sehen, wann sie das erste Mal weint und raus will. Gut, auf jeden Fall sieht der so aus. Mir hat der richtig gut gefallen. Ich bin gespannt, wie lang der wirklich weiß bleibt. Denn wenn der bei den Ärmeln so weiß ist, kann das nicht gut gehen. Auch bei Neunjährigen noch nicht, aber mal sehen. Ich habe ja auch gesagt, sie muss halt manche Sachen, wenn sie nach Hause kommt von der Schule, einfach dann ausziehen. Sie macht das eigentlich nicht, aber in Zukunft, glaube ich, muss sie das machen. Ihr könnt vielleicht auch sehen, die Ärmel sind so lang und hier ist ja so kurz geschnitten, aber es ist noch zu verkraften. Ach ja, ich habe noch ein T-Shirt bei Taco vergessen, euch zu zeigen. Ja, sie hat ein bisschen weniger T-Shirt und sie mag gern diese Oversize-T-Shirts. Leider gibt es da nicht sehr viel Auswahl, was das Motiv betrifft, dass das auch passt. Denn meine Tochter mag halt nicht mehr gerne so Katzen drauf, Hunde drauf, bla bla bla, sondern einfach eher so ein bisschen coolere Sachen schon. Und da habe ich das T-Shirt hier entdeckt und gleich mitgenommen. Ja, sie hat jetzt drei so Oversize-T-Shirts zu Hause. Ich glaube, das reicht jetzt mal fürs Erste. Habe ich in der Größe 134, 140 geholt und ich habe dafür 9,99 € bezahlt. Finde ich auch total in Ordnung. Dann habe ich bei H&M einen Zweierpack Legging geholt, und zwar Jeans, und zwar einmal so in einen ganz hellen, in einer ganz hellen, hellen Farbe. Oh Gott. Und dann in einer ganz normalen Jeans-Stofffarbe. Habe ich noch eine Legging geholt mit einer ausgestellten Hose für sie. Die ist halt hier unten so ausgestellt, gefällt ihr aber richtig gut. Und ja, die Legging ist halt wirklich, es ist halt eine richtige Legging und das findet sie sehr angenehm. Dann habe ich einen Bikini für sie bestellt, und zwar für die Schule, denn sie haben jetzt auch Schwimmunterricht und da wollte sie halt einfach einen eher neutraleren Bikini haben und keinen, der extrem bunt mit Rüschen und bla 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 ist. Deshalb habe ich eigentlich bei H&M bestellt und die sind gerade im Sale. Ja, und da habe ich einmal hier den Bikini hier geholt in den gerippten, so mit diesem gerippten Stoff. Richtig, richtig schön in der Größe 134, 140 und das ist das Unterteil dazu. Ja, ja, und der andere Bikini ist leider viel zu eng oder halt einfach ein bisschen zu eng, wo sie sich viel zu schwer tut. Deshalb habe ich nochmal Nachschub bei Bikinis bestellt. Ich habe auch noch ein Paket voller Sportkleidung für sie geholt, denn da brauchen wir auch wieder Nachschub. Und ich sag's euch, Kinder sind echt einfach eine Sparkasse, vor allem wenn sie wieder in die Schule anfangen. Sie brauchen dies, sie brauchen das, sie brauchen Kleidung, sie brauchen Schwimmsachen, einen Föhn zum Schwimmen. Dann braucht die Schule wieder Geld, Sportkleidung, und das ist alles verdammt teuer, muss ich euch sagen. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren, denn jeder weiß, dass Kinder Geld kosten. Ja, dann habe ich noch einen Dreierpack an
Tops geholt, und zwar diese Spaghetti-Tops, die man aber auch als Unterhemd nehmen kann. Zumindest hat sie es im Winter als Unterhemd an und im Sommer als T-Shirt. Ja, das ist das Dreierpack, einmal hier in Grün, in Rosa und in Weiß. Genau. Habe ich schon in der nächstgrößeren Größe genommen, in der Größe 146, 152. Denn die sie jetzt gerade trägt, sind eh 134, 40, und jetzt im Sommer, also jetzt die heißen Tage, jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange. Ich glaube, in 2 Tagen soll die extreme Hitze endlich vorbei sein. Wenn ihr das Video seht, ist sie hoffentlich schon vorbei. Also ja. Und dann werden wir vermutlich schon auf diese Größe hier umsteigen, denn das ist halt so ein Material, das wirklich sehr, sehr sich den Körper anschmiegt und anlegt. Deshalb macht es gar nichts, wenn man da eine Nummer größer schon nimmt. Vielleicht trägt sie auch zumindest die 134, 40 als Unterhemd noch jetzt im Winter und die dann für den Frühling, Sommer nächstes Jahr. Mal sehen. Und dann habe ich noch insgesamt 15 Unterhosen für meine Tochter geholt. Auch schon in der nächsten Größe. Ja, ich habe dieses Mal wieder zu ihr halt so Unterhosen gegriffen, die so ein bisschen Bein haben. War sie am Anfang nicht sehr begeistert, aber im Endeffekt habe ich dir dann erklärt, warum die ein bisschen angenehmer sind. Und jetzt im Endeffekt ist sie richtig glücklich, wenn sie solche Hosen hat. Denn vor allem, wenn man so einen Rock trägt oder so. Ich persönlich finde es halt besser, wenn Mädchen so einen Rock anhaben. Und manchmal turnen sie, machen sie Räder im Garten etc. Dann finde ich es halt besser, wenn sie so eine Unterhose darunter anhaben, als halt, ja, so eine ganz normale. Und das ist halt so ein grau-weiß-schwarzer Pack. Und das hier ist so eine Mischung aus Weiß. Eins, zwei Weiß, zwei Rosa, zwei Grau, zwei Grün und zwei Schwarz. Genau. Ja, ich glaube, das reicht jetzt wieder für eine Zeit lang. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.